Abenteuer und Wissen präsentiert. Pelé, König aller Fußballer. Ein Feature von Christian Beermann und Jörn Rathke. Hey. 19. November 1969. Der FC Santos und Pelé sind zu Gast beim Team von Vasco da Gama. Das Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro ist mit rund 100.000 Zuschauern bestens gefüllt. Aktuell bewegt eine ganze Nation nur die eine Frage. Wann wird Pelé sein 1.000. Tor erzielen? Fällt es heute? Im Maracanã? Wird Pelé hier und heute Fußballgeschichte schreiben? Der Himmel öffnet seine Schleusen, als das Spiel angepfiffen wird. Auf dem rutschigen Rasen hat Pelé zahlreiche Chancen, endlich den auch für ihn erlösenden 1.000. Treffer zu erzielen. Es ist zum Verrücktwerden, meine Damen und Herren. Alle, wirklich alle im Stadion wollen dieses Tor. Selbst die Fans von Vasco da Gama feuern Pelé hier an. Pelé jetzt im Strafraum. Er wird gefoult, Pelé fällt, der Schiedsrichter, ja, er pfeift. Strafstoß für den FC Santos. Als Pelé mit dem Ball zum Elfmeterpunkt geht, steigt die Spannung ins fast Unerträgliche. 100.000 Menschen halten die Luft an. Was geht jetzt wohl im Kopf von Pelé vor? Und zurechtgelegt. Er läuft an, verzögert. Der Ball schlägt in der rechten unteren Ecke ein. Tor! Tor! Das ist das 1.000. Tor! Pelé holt sich den Ball aus dem Netz. Er küsst ihn. Die Menschen, sie stürmen begeistert auf das Spielfeld. Sie tragen ihn auf ihren Schultern. Ein Moment für die Ewigkeit. Das sind Bilder, die um die Welt gehen werden. Ein Moment, den auch Pelé selbst niemals vergessen wird. Pelé kann aufatmen. Und mit ihm seine Landsleute. Im ganzen Land läuten die Kirchenglocken. Eine Nation huldigt, oh hey, dem König des Fußballs. Vielen gilt Pelé bis heute als der größte Fußballer aller Zeiten. Besser als selbst der legendäre Maradona, der Dribbelkünstler Messi oder der treffsichere Ronaldo. Für zwei der größten deutschen Nationalspieler ist klar, weshalb Pelé für sie der Beste, der Besten der Welt ist. Wolfgang Overath etwa, Fußballweltmeister von 1974, hat mit der deutschen Nationalmannschaft mehrfach gegen Brasilien gespielt und Pelé aus nächster Nähe erlebt. Die Frage, warum er der Größte ist, er kann alles. Es gibt also Spieler wie ich, die können ein bisschen mit dem Ball umgehen und so. Aber der konnte alles. Der konnte Kopfbälle machen, der konnte Freistöße reinhauen, der konnte dribbeln, der konnte Tore machen, der konnte Spielmacher machen, der konnte alles. Und einen solchen Spieler hat es trotz Maradona und Messi und Ronaldo, wie Großen dann nach ihm gekommen sind, oder auch vor ihm. Günther Netzer, ebenfalls Spieler der Weltmeisterschaft 1974, teilt Overaths Meinung. Netzer sagt 2013 bei Sky 90: Er ist der kompletteste Fußballer aller Zeiten gewesen. Man hat gesehen, er hat Kopfballtore gemacht. Er hat rechts und links geschossen. Er hat Pässe gespielt, wo andere davon profitiert haben. Das ist etwas, was einzigartig war und was es in dieser Form, in dieser Komplexität nicht mehr geben wird. Wolfgang Overath, der mit Pelé auch befreundet war, ergänzt: Jemand, der alles kann, ist alleine noch kein großer Spieler. Er war in der Lage, Mannschaften zu führen, voranzugehen. Wenn es schwer wurde, dann hat er eben besonders sich motiviert und hat viele Dinge dann alleine entschieden, viele Spiele.